Hallo und willkommen zurück hier heute an Halloween. Heute ist tatsächlich Halloween und wir sind hier im sehr, sehr dunklen Long Dark, obwohl es hier gerade wirklich schön hell ist, ne? Und ich bin gerade, leicht verwundert, dass wir hier so gute Feuerverhältnisse haben, aber ich will nicht zu viel sagen. Nachher geht das Feuer auf einmal wieder aus. Ich gare uns jetzt noch ein paar Kräutertees, weil wir gerade ein Feuer haben. Und das Punkte gibt. Punkte, Punkte. Wir haben Durst. Ich sehe das. Ich sehe das schon. Und wir verbrauchen ja auch immer beim Tee. Verbraucht man tatsächlich ja Wasser. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht das ganze Wasser geklaut. Ja, Anna, warte. So. Okay, wir haben ganz schön. Hier, ich trinke das mal. Trinken. Aber wir finden schon was ganz ruhig. Ist eigentlich ganz nett gerade vom Wetter her. Okay, cool. Dann hoffe ich, habe ich hier alles gesehen. Und nichts übersehen. Also es ist schon sehr dunkel. Also. Aber es ist nicht zu dunkel. Oh Gott, hier Geräusche. Herrlich. Da sind noch Bartflechten. Und die Stöckchen. Ein paar Stöckchen brauchen wir unbedingt. Zum Feuer machen. Oh, bedrohliche Musik. Ich glaube, was im Dunkeln auch sehr, sehr cool kommt, diese Bärenherausforderung. Ich glaube, das ist dann noch bedrohlicher. Okay, es sind Rehe, keine Wölfe. Das ist ja dann ja noch bedrohlicher und aufregender. Selten hat mir so was den Nerv geraubt, wie wenn Karl uns verfolgt. Ich sehe nichts leuchten, ne? Hier kein Kürbis leuchten. Ich würde aber. Aha, Steine. Wir nehmen mal zwei mit. Eigentlich hoppen ihr auch welche lang. Gott, die Melodie. Es ist nicht. Okay. Temperaturmäßig ist natürlich the worst case. Es ist halt immer kalt. Na, gucken wir mal. So. Oh. Die Tür ist sogar zu. Und es ist keine Waffe hier drin, ne? Es ist keine Waffe. Manchmal steht hier eine Waffe. Interessant. Aber Holz. Holz ist schon mal viel wert. Und das, was zu trinken. Oh, und eine Gewehrpatrone. Dann ist vielleicht das in irgendein anderer Fisch. Oder ist es halt auch in einem anderen Gewehr-Spawn-Platz? Wir hatten ja ein paar Gewehre an der Küstenstraße. Hier ist die Brandung. Werden ja Sachen angespült. Finde ich immer noch super schön. Ihr macht hier an der Küstenstraße mit dem Meer. Wir sind gleich in einem Haus, Anna. Pass mal auf. Geht schneller, als du denkst. Haben wir eigentlich. Machen wir mal diesen hier. Kommen jetzt ja wieder auf Stöckchen Island, ne? Wo Unmengen an Stöckchen rumliegen. Und schon ist uns kalt. Das ist schon heftig. Mit nicht gerade coolen Klamotten erfriert man hier sofort.
der Sternenhimmel ist schon sehr, sehr schön. Haseninsel. Mit dem Blick auf den Mond. Aber das... Guckt mal. Steinhaufen von Nino. Just put it in a box. Sehr witzig. Ach, die haben noch, so durften wahrscheinlich Sprüche noch dazu schreiben. Ich hoffe, die Geräusche sind Hasen. Aber da wir auf der Haseninsel sind, schätze ich mal, das sind Hasen. So. Da, guck mal. Ja, wir haben einen Teller. Mit Schokoriegeln. Ich glaube, die haben 2500 Kalorien. Ach du meine Güte. Was sind denn das für Schokoriegel? Obwohl, es gibt ja so eine Energy Bar Riegel Sachen. Die Hasen klingen super, super, super gruselig. Aber noch kein Kürbis. Ich will so einen leuchtenden Kürbis. Oh, hier sind ein paar Stöckchen. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Aber wir haben schon mal die Energy Riegel gefunden. Das ist super. Mit dem Eichhörnchen drauf. Auch wenn mir schon erzählt wurde, dass Eichhörnchen nicht so geeignet sind als Haustiere. Was ist mit Streifenhörnchen? Stinken die auch so sehr? Die sind ja viel, viel kleiner und... Ist sogar mein Handy. Süßer noch eigentlich sogar, weil die so klein sind. Mag Ella das anziehen? Das bringt wahrscheinlich nicht viel, aber... Sieht doch super bekloppt aus. Ach du meine Güte. Aber hey. Haben wir überhaupt Durst? Ja, wir haben Durst. Gut. Ich trinke mal das Zeug weg, was hier schlecht werden kann. Also es lohnt sich überhaupt nicht, so einen Riegel zu essen, tatsächlich. Aber wir haben schon sehr, sehr gut essen. So, und wir können ja hier auch dann anfangen, ein paar Sachen einzulagern. Zwar... So viel bringt es jetzt gerade nicht, weil, wie gesagt, das sind gerade nur ein paar Special Parts, um das hier auch mitzunehmen. Ich habe mich wirklich, das war total dämlich eigentlich, wie ich an demselben Tag, wo ich die letzte Story-Aufnahme von Long Dark hatte und danach drüber erzähle, so letztes Jahr Halloween und dann gab es das und dann einen Tag später kam dann die Meldung und dachte ich mir, hey, wie cool. Also ich freue mich auch jetzt schon auf Weihnachten und wenn dieser, ich liebe diesen Hauptbildschirm von The Long Dark, wenn Weihnachten ist, um Gottes Willen. Ich glaube, das muss ich mir, wenn es dieses Bild als Poster geben würde, das wäre so mein Weihnachtsposter, wo ich immer aufhänge zu Weihnachten. So irgendwie als Hintergrund und den Weihnachtsbaum so davor stellen. So schön, das ist so herrlich. So, na dann. Oh, guck mal, das Bild ist neu. Das ist die Brücke. Eieiei. Das ist ja cool. Sonst sehe ich ein anderes Bild. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, waren da die Rehe oder die Wölfe drauf? Oh, schon wieder so ein Fisch, der gleich kaputt geht. Okay. Oh, Schuhe! Arbeitsstiefel. Gucken wir mal. Ob die... Schutz und... 1,4... 68... Jetzt nicht so toll, oder? Ich weiß nicht. Frisch gegartes Reh. Okay. Jetzt merkt man doch, dass man Reisender spielt. Streichhölzer, sehr schön. Okay. Ich gehe mal so ein Stück weg, da sieht man immer mehr, als wenn man direkt hier vor den ganzen Sachen steht. Oh, da ist, was ist das? Eine Tasse Kräutertee. Dann haben wir hier unten noch die ganzen Schränke. Tomatensuppe und Pfirsiche, meine Güte. So viel Zeug brauchen wir auf keinen Fall, schon gar nicht zum Rumschleppen. Deswegen werde ich dann mal meine Taschen hier gleich ausleeren und dann auf die Suche gehen nach...
Was ist das denn? Ach, Kondensmilch. Ich dachte gerade, da steht Little. Okay, Little Cow. Sah gerade aus wie Kokosnussmilch. Snappy! Und, oh Gott, ja. Wir müssen unser Inventar ausleeren. Wie viel Essen es hier gibt. Jetzt sind wir gerade überladen. I'll take it. Ist vielleicht ganz gut für mich, dass ihr dieses Zeichen eigentlich gar nicht mehr seht, ne? Wenn ich überladen bin. So, wir öffnen mal den Kühlschrank und packen da Sachen rein, die wir gerade nicht brauchen, wie zum Beispiel Hundefutter, Kondensmilch. Ich lasse jetzt mal die Sachen im Inventar, die... Das zum Beispiel werde ich gleich essen, weil das riecht ja auch gut. Hier so ein Kram. Der Kram. Dies Kram. Und die ganzen Kräutertees. Außer ein. Das war schon offen. Oh Gott, was ist denn hier? Warum? Warum sind die so schlecht? Und den. So, das sollte reichen. Vielleicht noch ein bisschen Wasser machen, aber der Rest sollte absolut reichen. Die müssen wir uns noch warm machen, um die zu essen. Sehr schön. So, dann geht's weiter hier mit einem fröhlichen Looten. Oh je, stehen hier nee, stehen keine Schuhe. Ein Messer? Nein, auch nicht. Okay, der Schrank ist leer, also können wir mal gleich mal in den Schrank. Ein... Sag mal, bin ich ein bisschen blöd? Habe ich nicht die Hose repariert und ziehe sie nicht an? Oder... Gut. Hier haben wir nicht. Socken haben wir... Accessoires haben wir noch nicht. Eine gute Jacke haben wir auch nicht. Und Handschuhe erst recht nicht. Alles sehr, sehr schade. Dass wir das noch nicht haben. So, die Arbeitsstiefel kommen hier rein. Und die Jeanshose. Muss ich nur aufpassen, dass die mir nicht weggammelt. Weil ich glaube, ich nicht... So schnell schafft das die Hose nicht. So lange werde ich gar nicht die Beta spielen, glaube ich. So, auffüllen. Dann ist das schon weg. Super. Ja, das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, wo ich sage, hey, die nehmen uns jetzt hier Platz weg. Bei wie viel bin ich? Bei 24 Kilo ist ein Witz. Ich wäre sonst gerne bei 24 Kilo. Und so viel Stoff brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Pack mal 10 dort rein. Und das Leder auch. Das brauche ich auch nicht. So, und hier ein Zedernholz. Und dann vielleicht 2 Zedernholz. Dann passt das hier schon alles. So. Wie gesagt, ich will das hier auch nicht. Eine Sportweste, schon wieder. Ah, die kann ich doch jetzt gar nicht anziehen, ne? Nee, tatsächlich. Ich will das hier auch nicht komplett übertreiben, weil eigentlich sind wir nur auf der Suche nach den Halloween-Sachen. Obwohl ich die Steine wirklich... Haben wir jetzt eigentlich... Moment. Steine. Wo sind die Steine? Hier, oh Gott, die Punkte. Steine? Wo? Ein Steinhaufen, 2 von... Auswählen. Hier. Nummer 13 und Nummer 133. Dann Nummer 13 ist ja witzig. Nino und Los Cairn. Vielen Dank für deinen Beitrag und vielen Dank für deinen Beitrag. Das ist so süß. Das ist schon sehr putzig. Na. Naja. Was haben wir eigentlich für ein Leiden gerade? Wahrscheinlich eine Erfrierung, ja. Okay. Jetzt haben wir keine Erfrierung mehr. Aber, ne, wer hätte es von Hinterland anders gedacht? Noch eine Laterne, das ist super. Ist hier was drin? Nein. Hier ist aber was drin. Was sind das? Wollsocken. Na, auf jeden Fall können wir die usen. Können wir nicht? Doch, können wir. Da sind sie. Dump. Supi. Liegt hier noch was? Nein. Oh, was ist denn das daneben? Was ist denn das? Werkzeug und Metallschraut. Supi. Nobody needs this anymore. Und eine Jeans. Ist die hier? Die ist leer. Okay. Ach ja, die Toilette. Toilettenwasser wieder für uns. Ich frage mich, wo könnte so ein Kürbis stehen? Nobody needs this anymore. Wahrscheinlich vor der Tankstelle vielleicht?
Wäre ja, eigentlich ein netter Platz für so einen Kürbis. Oder ich kann mir irgendwie gar nicht so. Ich glaube, beim Rätselsee war der Kürbis ja nicht mal an so einer prägnanten Stelle, sondern etwas außerhalb. Vielleicht ist es hier auch so. Müsste ich jetzt nur mal kurz dann überlegen, wo hier keine prägnante Stelle ist. Vielleicht nach hinten raus, wo es Richtung Desolation Point geht irgendwie. Dass man. Was habe ich denn jetzt gefunden? Diese komische Jeans, ne? Und dieses Hemd könnte ich mir auch hier reinpacken. Und das da. Und jetzt klingelt gerade das Telefon. Entschuldigt, ich bin sofort wieder da. So, wieder da. Entschuldigt, bitte. Ja, da Telefon klingeln. Das ist toll. Wow. Das waren natürlich meine Eltern. Wer auch sonst wäre, würde mich sonst auf mein festes Telefon anrufen. So, hier gab es keine Treppe nach oben, ne? Das war hier, genau. Das war nur dieser Raum. Und dann sind wir bei wie viel Kilo? 26. Hm. Ach so, vielleicht sollte ich mal den... Packen wir mal hier rein. Tralala. Und, oh Gott, das Geräusch. Das Gewehrputzzeug bräuchten wir jetzt noch nicht. Und das da. Sehr gut. Hätten wir das? 24 Kilo. Das hört sich schon viel, viel besser an. Und wir, oh Gott, wir müssen doch ein Feuer machen. Komm, wir gehen mal auf die Terrasse. Machen auf der Terrasse ein Feuer. Und braten da mal. Der Fisch wiegt ja so unglaublich viel. Na? Oh Gott, die Hasen. Die Hasen machen komische Geräusche. So, nächstes Feuer, nächster Skillpunkt hoffentlich. Zeitungspapier? Habe ich kein... Warte mal, Moment. Hier. Ich mach mal hier. Wir haben keine Zunderbinde mehr. Wer merkt schon ein Erfrierungsrisiko? Wo kommt denn das her? Waren wir noch nicht kuriert? Long Dark. Dinge, mit denen ich im Story-Modus nie Probleme habe. Sowas. Da ist wirklich, da merkt man diesen Unterschied. Das ist wirklich krass eigentlich. Und das ist halt eigentlich, na, die haben auch, denke ich mal, das sind hier Temperaturen, die halt in der Nacht herrschen. Wo wir eigentlich so gut wie nie rausgehen. Das muss man ja alles mit einkalkulieren. Ah, es wäre schon wirklich witzig, wenn dich hier irgend so ein... Oh, keine Ahnung, was gibt's denn in Kanada? Ein Sasquatch oder so, der dich verfolgt und so? Das wäre schon cool. So ein bisschen gruselig. Perfekt. Wäre schon sehr nett. Stöckchen. Ich will ja nur mal schnell hier, die Sachen garen. Dass wir die essen können. Habe ich jetzt das Wasser aus der Toilette rausgenommen? Diese Frage klingt sehr komisch, aber sie ist ernst gemeint. Hm. Ich lege mal kurz noch ein Stöckchen nach. Also, und wie? Oder sind die Feuerzeiten anders bei auf Reisende? Sind die da höher? Länger? Oder ist es ein Bug? Die sind geöffnet, geöffnet. Das ist alles super. Dann gucke ich mal ganz kurz, wie unser 2,7 Liter. Gut. Das ist nun sehr viel. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ich könnte es... Ich will es jetzt nicht hier versiegen. Hier ist es zu windig, um Feuer zu machen. Da stand gerade, hier ist es eindeutig zu windig, um Feuer zu machen. Aber zum Glück haben wir schon eins gemacht. Reicht das für einen Liter? Dann haben wir nicht einen Wasservorrat. Das Erfrierungsrisiko geheilt. Wir stehen zwar draußen. Kein Problem. So. 10 Minuten. Ich gehe rein. Ich trinke natürlich erstmal. Und packe ein wenig Wasser weg.
brauchen wir das nicht mehr. Ich pack mal so viel? Ja, oder? Ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. So, was essen wir denn jetzt? Was vergammelt denn jetzt an 25, 21? Das ist das Niedrigste, ne? Ich glaube draußen... Wir schlafen uns mal aus und dann gucken wir mal, was draußen für ein Wetter ist. Vielleicht ist es ja ein bisschen besser als jetzt. Ich glaube, es fängt gerade an, windig zu werden. Tja, wo gehe ich denn jetzt hin? Wo zum Henker gehe ich jetzt hin und suche einen Kürbis? Ich wollte doch schon immer eigentlich mal so einen Kürbis schnitzen. Aber dieses Jahr... Ja, unbedingt. Das ist das Wetter, wo ich gerne draußen rumlaufen möchte. Okay. Ja. Gut. Lassen wir das. Hat sich dieses Jahr nicht wirklich angeboten? Wegen dem Urlaub und war ja dann schon eigentlich wieder fast vorbei, die Zeit. Ich glaube, ich habe bis jetzt erst ein einziges Mal gemacht in meinem Leben. Einen Kürbis geschnitzt. Na, für nächstes Jahr. Ich bin leider nur schon, es ist noch nicht mal ganz November. Heute ist ja komplett erholt aufgewacht. Diese Meldung hatten wir auch schon lange nicht mehr tatsächlich. Bin schon kurz davor, den Weihnachtsbaum rauszuholen und die Weihnachtssachen. Aber vielleicht doch noch ein bisschen zu früh. Scheiße, ich hätte mal den Fisch... Ach, nee, Moment, ich glaube, ich kann den noch essen. Wartet, wartet. Ah, dann haben wir... Wie viel Kilo? Waren schon wieder über ein Kilo. Boah, okay, wir sollten vielleicht das... Riechen wir? Anna, riechst du? Wir haben keinen... Geruchsding, oder? Ich sehe es nicht. Oh Gott, nein! Ach, Manu, ich will bei so einem Wetter nicht los. Das ist total dämlich. Wie? Nee. Nee, 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 nee. Oh Gott, wisst ihr an... Ach nee, Moment. Ach Quatsch, daran müssen wir nicht denken. Lagerkoller. Aber ich glaube, auf Reisender... Bei Stalker sind es 25 Tage. Ich glaube, bei Reisender sind es noch mehr Tage. Und so viele Tage werden wir nicht spielen, aufgrund dessen, dass wir hier gerade ein paar Special-Sachen einlegen. Ja. Von daher spielen wir ein bisschen Karten. Und bekommen dabei sehr viel Durst. Haben wir hier, haben wir noch irgendeine Dose? Die, komm, wir trinken die Dose. Ich finde das gerade mit auch cool mit diesen Steinen. Ich würde gerne ganz viele Steine finden. Aber es ist ja nicht gerade sehr Halloween, nicht die Steine zu suchen. Ja, das ist doch schon ein bisschen besser hier. Zwar nicht über dermaßen besser. Oh Gott. Wo gehen wir denn? Na, da gehen wir zu den Fischerhütten, ne? Hier unten. Hier unten rennen aber auch gerne die Wölfe rum. Da unten sind sie, ich sehe es. Ha, wo wollen wir hin? Ich hätte ja auch irgendwie Bock, nach da hinten zu gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da könnten wir einen Kürbis finden. Ich gehe da einfach mal hin. Weil irgendwie von Weitem, seht ihr da was leuchten? Nicht so ganz, ne? Letztes Jahr hat man das doch schon von Weitem leuchten gesehen. Oh Gott, ist so kalt, ne? Eisig kalt hier. Seht ihr, also... Was denn? Hä? Hä? Eigentlich, was? Was? Wo war es der Ast? Ich glaube, wir müssen dann einen Zwischenstopp beim Menschenfeindhaus machen. Kann es sein, dass es gerade nebliger wird? Nicht gut.
überhaupt nicht gut. Muss ich jetzt gerade ein bisschen meine... Komm, renne mal, Anna. Oh Gott, ja. Oh Gott, wird's neblig. Ach, du Heilige. Was soll das denn bitte? Okay, wir gehen kurz hoch, wärmen uns auf und gehen dann hier unten lang. Obwohl, bei den Häusern da hinten, da rennt alles rum, ne? Alles, da rennt ein Bär rum und Wölfe. Ja. Na, mal schauen. Ah, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass da ein Kürbis rumsteht. Mitten im Nirgendwo. So, schnell hier hoch. Genau, Menschenfeind. Wir gehen hier rein und schlafen uns mal kurz aus. Und The Long Dark Echse funktioniert nicht mehr. Das ist ja cool, aber ihr seht gerade nur Schwarzbildschirm, genauso wie ich. Ihr seht nur die Meldung nicht. Das hat ja wirklich gut funktioniert. Wow, ich weiß gar nicht, wo ist jetzt der Speicherpunkt? Müsste in dem Moment gewesen sein, wo ich aus dem Haus gegangen bin. Dann muss ich jetzt erstmal kurz hier leider den Part beenden. Es tut mir leid, das ist ein Part der Unterbrechung durch Telefonate und The Long Dark funktioniert nicht mehr. Das ist wohl die Beta, die ist ein bisschen unstabil. Ist uns schon ewig nicht mehr passiert, dass The Long Dark Echse nicht mehr funktioniert. Gut, dann im nächsten Part geht es weiter und ich glaube, ich würde nicht mehr Parts machen. Ich versuche noch im nächsten Part einen Kürbis zu finden. Wenn ich das nicht tue oder wenn ich das nicht schaffe, dann ist das so. Ich glaube, drei Parts Halloween-mäßig reichen und dann geht es weiter wieder mit dem normalen Story-Modus. Ich bedanke mich immer bei euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part bei 4 Days of Night. Bis dann, tschüss!